das Größte, was man halt lernen muss, ist das zusammenzubringen, das Fahren und das Schlagen. Also die Bewegung hin zum Ball, den richtigen Abstand zu finden und dann auch noch den Ball zu treffen und übers Netz. Wir orientieren uns da halt dann auch an den Fußgängern, weil wir ja auch der ITF unterliegen und auch nach den ITF-Regeln halt spielen. Der einzige Regelunterschied, den es gibt, ist, wir dürfen den Ball zweimal aufspringen lassen. Wir Leistungssportler versuchen diese Regel aber wirklich nur im Notfall, also wenn wir gar nicht anders rankommen, einzusetzen. Oder eben dann bewusst, um sich besser hinstellen zu können für den Abschlusswinner. Im Vergleich zum Alltagsrollstuhl hat der einmal die großen Räder, die in einem Sturz eben angebracht sind, damit die Wendigkeit gegeben ist. Neueste Modelle haben aber auch jetzt zwei kleine Räder hinten, um wieder die Stabilität herzustellen, die Wendigkeit noch zu verbessern und eben möglichst zu vermeiden, dass man umfällt. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, man kann auch mit diesem Setup umfallen.